Herzlich willkommen hier beim DF-Talk bei digitalfernsehen.de. Mein Name ist Florian Pötsch und bei mir ist Ricardo Petzold, der Chefredakteur der Zeitschrift Digitalfernsehen. Hallo Ricardo. Hallo Florian. So, die neue Ausgabe der Digitalfernsehen ist jetzt am Kiosk erhältlich und hat auch wieder das große Thema DVB-T im Heft, DVB-T2, denn im kommenden Jahr wird der normale digitale Satellitenempfang... Kabel. Terrestrischer Empfang. Denn im kommenden Jahr wird der digitale terrestrische Empfang schon wieder abgeschaltet und durch einen neuen Standard ersetzt, und zwar durch DVB-T2. Und wir haben in der neuen Ausgabe schon die ersten DVB-T2-Receiver getestet. Ricardo, hier steht einer von Megasat. Kannst du etwas dazu erklären? Man sieht es schon, Boxen werden immer kleiner und mittlerweile haben wir auch wirklich bloß ein, bisher ist jetzt das vierte Gerät im Testlabor von DVB-T2 HEVC, wie sich es offiziell nennt, also mit der MPEG-4-Komprimierung. Die ersten Boxen sind alle so klein, sind sehr spartanisch ausgestattet, aber haben eigentlich das, was der normale T2 bzw. terrestrische Fernsehzuschauer braucht. Oftmals noch ein Scott-Ausgang, ist schön, weil in dem einen oder anderen Haushalt steht zumindest als Zweitgerät noch eine Röhre, HDMI, Tuner-Ausgänge und einen digitalen Audio-Ausgang, das war's. So, dieser DVB-T2-Receiver, den gibt es jetzt schon zu kaufen und der funktioniert auch jetzt mit der alten digitalen DVB-T-Norm? Das ist das Wichtige. Die neuen Geräte funktionieren alle mit DVB-T. Die funktionieren auch in Österreich. Was sie nicht können, und das sollte man an der Stelle einfach dazu sagen, sie sind nicht für verschlüsselte Angebote nutzbar. Und da ist die Krux an der Sache, weil wir wissen ja alle, dass 2017 in Deutschland zwar das neue DVB-T2 startet in HD, aber die Privatsender sich für eine Verschlüsselung entschieden haben. Also RTL und Co. wird damit nicht empfangbar sein. Wer aber sagt, ich kann auf die Privaten verzichten, greife zu einer einfachen Box, möchte auch keine monatlichen Abogebühren, kann zu so einer Box greifen, die ist jetzt schon für knapp unter 50 Euro sogar schon, also sind wirklich preiswert, im Handel gibt. Kannst du so eine Box greifen und kann die Öffentlich-Rechtlichen, die dann ein wesentlich breiteres Angebot als bisher haben, weil man versucht natürlich viel mehr Sender in T2 unterzubringen und in besserer Qualität. Und kann damit Fernsehen gucken. Und wer jetzt natürlich für die Frage steht, mein DVB-T-Receiver ist kaputt, was nehme ich? Würde ich auf alle Fälle Sachen so einnehmen, weil der ist auch nach 2017 noch zu nutzen. Die es jetzt noch gibt mit T, die sind 2017 Elektroschrott und die kann ich bloß noch entsorgen. Okay, also wer umsteigen will auf, nein, wer seinen digitalen terrestrischen Empfang aufrüsten möchte oder wer sagt, er möchte überhaupt über die Hausantenne digital empfangen, ob nun auf dem Wohnwagen, auf dem Campingplatz, im Bungalow oder wirklich als Zweitgerät, der sollte gleich darauf achten, dass er sich ein DVB-T 2 Receiver kauft samt einer schönen Antenne. Ja. Wobei man sagen muss, es gibt ja jetzt wirklich schöne Modelle, schicke Modelle, die auch schön ins Stubendesign passen. Aber die alten Antennen sind für T2 hundertprozentig gültig. Also eine Antenne, auch wenn es mir vielleicht der Mann im Mediamarkt anders empfiehlt, sind nicht nötig. Die alten DVB-T-Antennen sind für T2 genauso gut geeignet wie die neuen. Okay, in der aktuellen Digitalfernsehen haben wir dieses Modell von Megasat vorgestellt und ein weiteres von? Von Xoho. Ab jetzt am Kiosk die aktuelle Digitalfernsehen. Ich bedanke mich bei Ricardo Petzold. Wir sehen uns beim nächsten DF-Talk und sagen bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.